Ja, mein Name ist Klaus Schlagmann, ich bin Psychotherapeut in Saarbrücken und ich möchte jetzt hier ein Thema aufgreifen, den sogenannten Narzissmus, und das Thema eigentlich abhandeln unter einem größeren Rahmen. Eigentlich das, worum es hier letztlich geht, ist, es geht um wissenschaftlichen Betrug. Es geht darum, dass in der sogenannten Psychotherapie Begriffe gebraucht werden, geschaffen worden sind, die nichts anderes zum Ziel haben, als die Menschheit letztlich zu verwirren. Es geht letztlich darum, so quasi eine Verdrehung von Opfer- und Täterrollen zu bewerkstelligen. Es geht darum, eben Menschen, die eigentlich an Gewaltverhältnissen leiden, denen sozusagen zu unterstellen, dass sie letztlich an dem, was ihnen passiert, selbst schuld sind. Und derjenige, der das in die Welt gesetzt hat, ist Sigmund Freud vor über 100 Jahren, der eben anfängt damit, dass er diesen sogenannten Ödipus-Komplex schafft und das dann eben fortsetzt 1914 mit dem Begriff des Narzissmus. Und ich habe mich damit schon länger auseinandergesetzt, also eine erste Darstellung und der Versuch, diesem Begriff zu widersprechen, das hatte ich 1996 gemacht in einem Buch, Die Wahrheit über Narziss, Iokaste, Ödipus und Norbert Harnold. Ich habe das dann im Jahr 2005 nochmal ausgedehnt in einem Buch, Ödipus-Komplex betrachtet. Das sind insgesamt 720 Seiten. Da ist auch eben dem Kapitel Narziss ganz am Ende sind da mehrere Seiten gewidmet. Es gab eine Publikation in einer Zeitschrift, in der Zeitschrift Integrative Therapie im Jahr 2008, im Heft 4, habe ich da einen Beitrag unterbringen können, Narziss, Mythos und Begriff. Da habe ich sozusagen eben schon meine Gedanken zu diesem Thema schon dargelegt. Diesen Zeitschriftenartikel findet man auch als Datei, als PDF-Datei auf meiner Webseite. Also wenn man meine Webseite wählt, Ödipus mit OE geschrieben, -online.de, dort gibt es in der linken Spalte so verschiedene Icons und wenn man da runter scrollt unter PDFs, da findet man eben unter anderem auch dann den Text von diesem Artikel über Narziss und Narzissmus. Wie gesagt, das ist eigentlich ein wissenschaftlicher Skandal. Also ich behaupte mal, diese sogenannte Wissenschaft, Psychotherapie, Psychologie, Psychiatrie, die spielt da mit falschen Karten. Es gibt auf einer gewissen Ebene ganz oben sicherlich eben Menschen, die genau wissen, dass das grauser Unsinn ist, den sie mit diesem Begriff in die Welt gesetzt haben. Aber von den gläubigen Jüngern, von dem Fußvolk wird das eben immer wieder aufgegriffen und gläubig in die Welt getragen und weiter verbreitet. Ich habe neulich gegoogelt, wenn man eben den Begriff Narzissmus eingibt, da habe ich in 0,2 Sekunden 2 Millionen Ergebnisse bekommen, allein im deutschsprachigen Raum. Wenn man jetzt unter Narzissmus gucken würde, würde das natürlich noch sehr viel mehr werden. Also dieser Begriff hat Konjunktur. Es gibt ganz viele Menschen, die diesen Begriff permanent im Mund führen. Man hört ihn permanent in Medien, im Radio, in den Zeitungen liest man davon, die Kulturschaffenden unseres Landes haben den auch immer wieder im Mund und greifen den auf. Und ich will hier zeigen, dass eigentlich, wenn man genau hinguckt, verstehen muss, das ist ein Begriff, der völlig ungeeignet ist. Das ist ein Begriff, der sowas von hohl und leer ist. Und dass mit diesem Begriff sozusagen eine wunderschöne Gestalt, nämlich dieser schöne Jüngling Narziss, der eben in der Antike gelebt hat, völlig
missverstanden wird. Er, dieser Narziss, ist Opfer der Umstände, er wird aber zum Täter gemacht. Ihm werden völlig unsympathische Eigenschaften attestiert und das möchte ich eben wirklich im Detail nachweisen, unter anderem eben unter Bezug auf diese Quellentexte, die diesen antiken Mythos auf eine ganz schöne differenzierte Art und Weise darstellen. Und ich beziehe mich da auf einen Text von Friedrich Wieseler aus dem Jahr 1856. Und der ist schon von den Männern der ersten Stunde, also von Otto Rank in einem Aufsatz über Narzissmus von 1911, ist der ausdrücklich erwähnt worden. Otto Rank hat diesen Text gekannt, er hat diesen Mythos in all seinen verschiedenen Varianten gekannt und hat trotzdem bei diesem völlig irren Konzept Narzissmus eben mitgestrickt. Das ist wirklich, das ist Irrsinn, das ist wirklich Betrug, das ist ein wissentliches, die Unwahrheit sagen, um eben Verwirrung zu stiften. Das ist es. Und wenn ich jetzt ganz aktuell, ich bin so ein böser Mensch, ich lese sogar ab und zu mal Bücher aus dem Kopfverlag und gibt einen Autor, Gerhard Wisniewski, den ich durchaus auch in verschiedenerlei Hinsicht schätze, der schreibt da in seinem neuesten Buch, Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen, auf Seite 12 zitiert er da den ehemaligen CIA-Chef William Casey, der 1981 sagte, unsere Desinformation funktioniert dann, wenn alles, was die Amerikaner glauben, falsch ist. Also, Gerhard Wisniewski setzt noch dazu, es ist das Glaubensbekenntnis eines professionellen und krankhaften Lügners, wie sie in allen Geheimdiensten arbeiten und natürlich auch in der von ihnen gelenkten Politik und den Medien. Und was die Amerikaner glauben, glauben natürlich auch wir. Und wenn man sich jetzt überlegt, wer die Grundlage dafür geschaffen hat, dann kommt man zum Beispiel aus bei Sigmund Freud. Sigmund Freud hat einen Neffen, Edward Bernays. Edward Bernays wandert um 1900 herum nach Amerika aus. Und Edward Bernays ist der Mensch, der den Begriff PR erfindet. Also weil über den Ersten Weltkrieg hin der Begriff Propaganda irgendwie nicht mehr so gut angesehen war, kam dieses Verkaufsgenie Edward Bernays, der zum Beispiel auch dafür gesorgt hat, dass die Zigarettenindustrie schlagartig einen riesigen Umsatz Steigerung hinbekommen hat, weil es ihm gelungen war, die Frauen zum Rauchen zu animieren, indem er ihnen da suggeriert hat, ja, steckt euch eure Freiheitsfackeln an. Also der dann auch später dazu beigetragen hat, den zum Beispiel den amerikanischen Überfall auf Guatemala zu inszenieren. Also dieser Mensch war eben psychologisch geschult und eben Freud war das auch und der Freud ist eben auch ein Meister der Suggestion. Also alles, was er an sogenannter Theorie in die Welt gesetzt hat, ist, wenn man es bei Licht betrachtet, völlig grotesker, widersinniger Schwachsinn, also eben wirklich widersinnig. Es wird die Wirklichkeit verdreht, die Opfer werden systematisch zu Tätern erklärt. Und das geschieht eben auch, oder ich fange jetzt mal damit an, eben wenn man diesen Begriff Narzissmus sich mal anguckt. Und ich will vielleicht mal damit anfangen, dass ich sage, ja, was ist denn Narzissmus? Also wie gesagt, das ist ja ein Begriff, den die ganze Welt so quasi im Munde führt. Und es gibt sozusagen einen Papst des Narzissmus, Otto Kernberg. Also wer mich kennt, weiß, dass ich mich auch seit Jahren wirklich mit ihm an ihm abarbeite und der definiert
diesen Begriff Narzissmus und eigentlich ziemlich raffiniert, wie der Kerl das macht, also eben hier in seinem Buch Borderline-Störungen und pathologischer Narzissmus, das ist schon relativ alt, auf 261. Das ist ziemlich trickreich, nämlich er schickt erstmal voran, wie schon im ersten Kapitel erwähnt, ist das Wort narzisstisch als deskriptiver Terminus vielfach missbraucht, nämlich in unzutreffender Weise und vor allem zu pauschal verwendet worden. Das ist jetzt so eine typische Pseudokritik. Ja, wir wissen ja, dieser Begriff ist irgendwie schon nicht immer so ganz korrekt verwendet, aber jetzt kommt eben Kernberg und der wird uns mal sagen, wie man diesen Begriff eben tatsächlich korrekt verwendet. Narzisstische Persönlichkeiten, also er ist ja ganz deskriptiv, er beschreibt ja nur, es ist keineswegs so, dass er da jetzt irgendeine Wertung mit verbindet, wobei ich nochmal vorausschicken möchte, völlig in Ordnung, das, was da an Phänomenen beschrieben wird, das gibt es tatsächlich, das ist gar keine Frage, das würde ich niemals in Abrede stellen und was weiß ich, ich würde eben dann sagen, das, was da beschrieben wird, damit beschreibt man Egozentriker, damit beschreibt man Größenwahnsinnige, aber die Definition, narzisstische Persönlichkeiten fallen auf durch ein ungewöhnliches Maß an Selbstbezogenheit im Umgang mit anderen Menschen, durch ihr starkes Bedürfnis, von anderen geliebt und bewundert zu werden und durch den eigenartigen, in Klammern, wenn auch nur scheinbaren, Widerspruch zwischen einem aufgeblähten Selbstkonzept und gleichzeitig einem maßlosen Bedürfnis nach Bestätigung durch andere. Ihr Gefühlsleben ist seicht, sie empfinden wenig Empathie für die Gefühle anderer und haben, mit Ausnahme von Selbstbestätigungen durch andere Menschen oder eigenen Größenfantasien, im Grunde sehr wenig Freude am Leben. Sie werden rastlos und leiden unter Langeweile, sobald die äußere Fassade ihren Glanz verliert und momentan keine neuen Quellen der Selbstbestätigung mehr zur Verfügung stehen. Man beobachtet auch einen starken Neid auf andere und die Neigung, manche Menschen, von denen narzisstische Gratifikationen zu erwarten sind, sehr zu idealisieren, wohingegen andere, von denen nichts oder nichts mehr zu erwarten ist, häufig die früheren Idole, entwertet und mit Verachtung gestraft werden. Die mitmenschlichen Beziehungen solcher Patienten haben im Allgemeinen einen eindeutig ausbeuterischen und zuweilen sogar parasitären Charakter. Narzisstische Persönlichkeiten nehmen gewissermaßen für sich das Recht in Anspruch, über andere Menschen ohne jegliche Schuldgefühle zu verfügen, sie zu beherrschen und auszunutzen. Hinter einer oft recht charmanten und gewinnenden Fassade spürt man etwas Kaltes, Unerbittliches. Nochmal, also solche Phänomene gibt es tatsächlich, gar keine Frage, da können wir uns direkt drüber verständigen. Jetzt, was ich in Frage stelle, ist, ob das Sinn macht, diese Menschen mit dem Begriff Narzissmus zu belegen oder als narzisstische Persönlichkeiten zu beschreiben. Das ist nämlich so, um das in einem Vergleich zu sagen, also ich höre dann immer wieder, wenn ich schon mit Kollegen darüber diskutiert habe, ja, wieso ist dir das denn so wichtig mit dem Mythos, da hat sich jetzt doch der Begriff irgendwie eingebürgert und das ist doch jetzt klar, dass jeder versteht, was darunter gemeint wird. Nein, Pfeifendeckel, es versteht eben nicht jeder dasselbe unter Narzissmus, sondern es ist ein riesen Topf, in den jeder irgendwas reinstopfen kann, wie es ihm gerade gefällt. Und dann ist natürlich so, wenn man dann jemand erstmal dieses Etikett anhängt, Narzissmus, narzisstisch, dann hat er sozusagen auch automatisch so den ganzen anderen Kladderadatsch sofort an sich hängen und man zieht sofort Schlüsse, ja, wenn der so ist, dann ist der aber auch so und dann ist er auch noch das und das und das. Und deswegen Schwachsinn, so einen bescheuerten Begriff zu fassen, zu schaffen. Wenn man Egozentrismus meint, soll man Egozentrismus sagen. Wenn man Größenwahn meint, soll man Größenwahn sagen. Wenn man Beziehungsunfähigkeit meint, soll man Beziehungsunfähigkeit sagen. Basta. Also es macht überhaupt keinen Sinn jetzt zu sagen, ja, das ist alles Narzissmus und da gibt es eben den gesunden Narzissmus und den pathologischen Narzissmus und den destruktiven Narzissmus. Völliger Schwachsinn. So.
Und was weiß ich, um das in dem Vergleich zu sagen, ja, jetzt könnte ich ja sagen, ja, ich schaffe jetzt den Begriff Brunnerismus. Und mit Brunnerismus, das hat die Wissenschaft festgestellt, das hat ist schon aufgetaucht in klinischen Beschreibungen, ja, das sind Menschen, die sich so zwanghaft in das Leben anderer Menschen einmischen müssen und die neigen dazu, irgendwie auch Gewalt auszuüben. Und das ist halt Brunnerismus. Ja, und wenn man jetzt wirklich wissenschaftlich tätig ist, würde man sagen, naja, okay, würde man gern mal wissen, auf was für eine Brunner-Geschichte bezieht sich das eigentlich. Und dann müsste man erstmal nachgucken und dann würde man vielleicht feststellen, okay, da gibt's die und die Geschichte. Und das ist das, was ich jetzt hier machen möchte, also vielleicht noch als Ergänzung vorab. Katrin Asper in ihrem Buch Verlassenheit und Selbstentfremdung, die listet eben auch zum Beispiel da hervorstechende Charakterzüge narzisstischer Menschen auf. Da heißt es dann auf Seite 69 folgende: Angst vor Verlassenheit, Gefühlsdefizienz, Grandiosität und Depression, gestörte Sexualität, mangelndes Symbolverständnis, unzureichende Wahrnehmung, mangelndes biografisches Bewusstsein, übermäßige Angst, unproportionierte Wut, unausgewogene Nähe und Ferne, Konzentrationsmangel, übermäßige Scham, unklare Bedürfnisse. So, also dieses ganze Sammelsurium, das macht eben so einen typischen Narzissten aus. Also um das noch vorweg zu sagen, also ich werde ja auch auf Herrn Kernberg und Frau Asper werde ich in den weiteren Folgen nochmal genauer eingehen und werde auch darstellen, wie genau die selbst zu diesem Begriff Narzissmus eben fassen und wie die eben zu völlig grotesken, widersinnigen und bei Kernberg sadistischen, wirklich widerwärtigen Einschätzungen von anderen Menschen gelangen. So. Aber wenn man jetzt eben mal gucken will, was ist denn eigentlich in diesem Mythos erzählt von diesem Narziss, was ist das denn für einer? Da kommt man an diesem Buch nicht vorbei. Das ist von Friedrich Wieseler, Narkissos, eine kunstmythologische Abhandlung nebst einem Anhang über die Narzissen und ihre Beziehung im Leben, Mythos und Kultus der Griechen. Göttingen 1856. Übrigens sehr interessant, habe ich neulich gesehen. Man findet ein Scan von diesem Buch, wirklich ein ganz tolles, faszinierendes Buch, kostenlos über Google. Kann man also alles nachlesen, was ich jetzt hier über dieses Buch sage. Und das ist mir übrigens auch wichtig. Also ich habe festgestellt, im Laufe meiner Zeit, ich habe mir so viel erzählen lassen und wenn ich da mal selber nachgeprüft habe, im Moment mal, was steht denn da in der Geschichte, habe ich da immer wieder mit den Ohren geschlackert und festgestellt, im Moment mal, das hat doch mit dem, was da jetzt irgendwie behauptet wird, über jetzt diese Person überhaupt gar nichts zu tun. So. Und wenn ich jetzt eben diesen Friedrich Wieseler bemühe, ein Altphilologe, der eben sehr kenntnisreich einfach mal sammelt, was ist denn in der Antike erzählt worden über den Narziss, dann komme ich wirklich zu ganz verblüffenden Ergebnissen. Ich selbst habe jetzt was er da jetzt sagt über diesen Narziss, in 7 Versionen unterteilt und diese 7 Versionen unterteile ich nochmal in 2 Klassen und ich sage, diese 2 Klassen sind sozusagen die 2 Seiten von ein und derselben Medaille. Was ich damit genau meine, werde ich gleich noch erläutern. Und ich will es vielleicht doch direkt voranschicken, einfach damit diejenigen, die hier zuhören, auch schon mal eine Orientierung haben, was sie jetzt gleich hören werden. Also diese 2 Seiten von ein und derselben Medaille. Bei dieser Medaille geht es darum,
wie man an sozialen Beziehungen leiden kann. Es gibt zwei Möglichkeiten, an sozialen Beziehungen zu leiden. Ich kann einerseits leiden, wenn mir geliebte Menschen verloren gehen. Also verloren gehen zum Beispiel durch den Tod. Und ich kann leiden, wenn sich ungeliebte Menschen mir aufdrängen. Und dann, wenn ich sage, ey, Moment mal, ich will aber mit dir nichts zu tun haben, die dann kommen und einem entweder Schuldgefühle machen und sagen, guck mal da, der blöde Kerl, oder aber sogar physische Gewalt anwenden. Auch das spiegelt sich in dieser Geschichte von Narziss. Und wie gesagt, das sind diese zwei Klassen, die ich unterscheide, das eine und das andere, beides eben Dinge, wie man an sozialen Beziehungen leiden kann, aber eben auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise. Und das finde ich jetzt eben genau in diesem wunderschönen Buch von Friedrich Wieseler. Und da greife ich jetzt auf eine Version dieses Mythos zurück, die Wieseler auf Seite 2 bis 3 schildert. Vielleicht das noch vorweggeschickt, also das, was sozusagen die meisten Menschen wissen, dieser Narziss, der kommt irgendwann mal im Wald zu einer Quelle, dann spiegelt er sich in diesem Wasserspiegel dieser Quelle. Und dann will er dieses Spiegelbild irgendwie festhalten und da gerät er dann irgendwie in Verzweiflung und dann stirbt er da und an der Stelle, wo er da stirbt oder aus seinem Blut, gehen dann die Narzissen hervor. Also diese Narzissen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie so mit ihrem Köpfchen eben auch gerne in wasserreichen Gebieten wachsen, also sozusagen sich auch dann in dem Wasserspiegel bespiegeln, die Narzissen als Frühjahrsblumen, also die eben sehr früh kommen, aber dann auch schon wieder sehr früh gehen. Also das ist alles eine sehr, sehr differenzierte, wunderschöne, komplexe Mythologie, die sich darum bemüht, uns Menschen mit den ureigensten zutiefst menschlichen Erfahrungen eben zu konfrontieren, das in Worte zu fassen, in Symbole zu fassen und auf die Weise eben das, was das Leben so an Schmerz, zum Beispiel an schmerzhaften Erfahrungen bereithält, damit besser umgehen zu können, weil man es eben zum Ausdruck bringen kann, weil man darüber reden kann, weil man das in Worte, in Bilder, in auch Kunst fassen kann. So, das ist die Aufgabe dieses Mythos. Und da eben, wie gesagt, beginnt das mit der ersten Version oder der Version, die ich auch für die Zentrale halte. Es geht aber noch eine andere Sage über ihn, die freilich weniger bekannt ist als die erstere, aber doch auch erzählt wird. Narkissos habe eine Zwillingsschwester gehabt. Und wie ihr Aussehen im Übrigen durchaus gleich gewesen sei, so haben beide auch dasselbe Haar gehabt und haben sich ähnlich gekleidet und seien miteinander auch auf die Jagd gegangen. Narkissos aber sei in Liebe zu der Schwester entbrannt gewesen und als das Mädchen gestorben, habe er, zu der Quelle gehend, allerdings das Bewusstsein gehabt, dass er seinen eigenen Schatten, also sein Spiegelbild, sehe. Dieses sei ihm aber auch bei dem Bewusstsein eine Erleichterung der Liebe gewesen, insofern er nicht seinen eigenen Schatten, sondern ein Bild seiner Schwester zu sehen wähnte. Also da wird zitiert der Pausanias von dem Friedrich Wieseler, Pausanias, der im 2. Jahrhundert gelebt hat. Auch von der Verwandlung in die Blume, so schreibt Wieseler, hörte Pausanias, aber er bezweifelt dieselbe in merkwürdiger kritischer Akrisie. So, das ist die erste Version, die ich da für zentral halte. Und die zweite Version, die ich jetzt danach nennen würde, schreibt Wieseler eben, das schreibt er einem unbekannten römischen Dichter zu. Ein römischer Dichter leitet den Umstand, dass Narkissos sich im Wasser erblickte, daher ab,
dass dieser, der als Sohn eines Flussgottes die Quellen hochgehalten, seinen Vater im Wasser gesucht habe. Ein anderer führt, ohne von dem Letzteren zu wissen, nur sein stetes Umherstreifen in den Wäldern und seine Liebe zu den heiligen Quellen in ihnen als Grund dafür an. Also, hier ist von der Liebe zu den heiligen Quellen die Rede. Und es ist davon die Rede, dass er seinen Vater sucht. Also er hat den Vater offensichtlich verloren. Und jetzt, was ich von der Zwillingsschwester gehört habe, also auch Väter und Söhne sehen sich ja auch oft genug ähnlich. Und da stelle ich mir vor, der Narkissus, er sucht seinen Vater, er guckt in diese Quelle, da sieht er ein Spiegelbild. Er glaubt sozusagen, den Vater gefunden zu haben, den Vater festhalten zu können. Und er stellt halt fest, es geht nicht. Also das Wasser kann man nicht festhalten. Und das heißt symbolisch, ich kann das Leben nicht festhalten. Ich kann Menschen, die mir lieb und teuer sind, ich kann sie nicht festhalten. Wenn das Schicksal will, dann sterben die halt. Und eventuell eben auch, wie das bei der Zwillingsschwester besonders tragisch ist, schon sehr früh. So, das ist die zweite Version. Die dritte Version finde ich auch auf Seite 4 bis 5. Da wird als Gewährsmann Fibius Sequester genannt, ein Autor im 4., 5. Jahrhundert. Das steht auf Seite 5. Bei Fibius Sequester kommt Aeriope als Name der Quelle vor, in welcher Narkissos sich erblickte. Also jetzt unter dem Wissen um diese ersten zwei Varianten, er sieht dort seine Schwester, jetzt meine Hypothese, er sieht dort seinen Vater, versucht ihn zu greifen. Ja, auch Söhne und Mütter können sich ähnlich sehen. Und da eben, er guckt in das Wasser, ja, wo sich Quellnymphen halt durchaus aufhalten. Er sucht vielleicht seine Mutter, er sieht da ein Gesicht, das der Mutter irgendwie ähnlich sieht. Er versucht, das Gesicht festzuhalten und das gelingt ihm nicht. Also auch da, er sehnt sich nach seiner Mutter, aber eben er kann sie nicht festhalten. So, das ist die dritte Version. Und wenn man jetzt eben das, was ja so die typische Version da gehandelt wird von Ovid, der in seinen Metamorphosen eben das so darstellt, und das wirklich auch schön und witzig beschreibt, dieser Narzisst, der sich dann am Ende eben in einer Quelle spiegelt und sich angeblich eben selbst in sich selbst verliebt, wobei dieses sich in sich selbst verlieben eine Bestrafung ist, eine Bestrafung dafür, dass er vorher selbstbewusst aufgetreten ist, aber dazu kommen wir gleich später und eben auch typischerweise oder bezeichnenderweise durch eine Göttin Nemesis da bestraft wird. Also er greift in dieses, er sieht sich selbst und will sich selbst festhalten. Und wenn ich jetzt diese drei Versionen vorne dran berücksichtige, ja, dann wird klar, was da passiert. Also dieser jugendliche, schöne Mann versucht auch, sich selbst festzuhalten und muss eben feststellen, auch das gelingt ihm nicht. Also ich meine, Jugend und Schönheit, das sind ja so Attribute, deren Vergänglichkeit von der Menschheit ja immer wieder beklagt wird. Ja, und genau das ist das Symbol davon. Ich kann meine Jugend, ich kann meine Schönheit, ich kann sie nicht festhalten. Das Leben rinnt halt dahin. Das ist wie Wasser. Ja, Wasser, das durchaus fruchtbar ist, das eben auch vieles wachsen lässt, aber das ich eben auch tatsächlich nicht festhalten kann. Und das ist diese wunderschöne Symbolik davon, eben in dieser einen Klasse dieser Versionen, in diesen vier Versionen, der Narziss leidet an der Vergänglichkeit des Lebens. Wunderschön zum Ausdruck gebracht von den alten Griechen. Die hatten es echt drauf. Die waren toll, die hatten eine schöne Symbolik. Wirklich klasse. Und wie gesagt, das ist die
Erklärung dafür, dass eben dieser Narziss eben am Ende auch nach sich selber greift und dann eben sich da auch verzweifelt daran, quasi, weil er sich nicht festhalten kann. Und da jetzt anschließend die zweite Klasse von Versionen, da gibt es zum einen die Version, dass sich jetzt da die Nymphe Echo in den Narziss verliebt hat. Also wenn ich das jetzt auch mal hier im Originaltext vorlese, das ist Ovid in seinem Buch Metamorphosen, also das Buch beschreibt eben in unzähligen Geschichten, wie sich irgendjemand in irgendwas verwandelt. Also eben der Narziss verwandelt sich in die Narzisse, die Echo wird sich irgendwann von einer körperhaften Wesen in dieses Echo, also das, was nur eben als Schall zwischen den Bergwänden zurück bleibt, wird sich die verwandeln. Da gibt es unzählige Geschichten, also wirklich sehr schön zu lesen. Und da wird eben diese Begegnung zwischen Narziss und Echo dargestellt. Und es ist eben so, diese Echo, warum die jetzt nicht richtig reden kann, das ist vielleicht auch ganz kurz erklärt. Also diese Echo ist so eine, die nimmt es nicht so wirklich ganz ernst mit der Treue in Beziehungen. Und was die meisten Menschen ja auch wissen, der Göttervater Zeus, der verlustiert sich da immer wieder mal gerne mit irgendwelchen Nymphen und anderen. Und da ist seine Gattin Hera da irgendwie schon ein bisschen stinkig drauf. Und irgendwann kriegt die Hera mit, die Echo verwickelt sie immer wieder in Gespräche. Und das macht die immer wieder dann, wenn der Zeus mal gerade wieder irgendwie so auf Abenteuer aus ist. Und die Hera, also das findet die natürlich schon infam, dass dieses kleine Gürkchen sich da zum Handlanger vom Zeus macht und eben dafür sorgt, dass der Alte ihr so da unbemerkt fremdgehen kann. Und dann sagt die Hera, also Fräulein, dir werde ich's zeigen, ab sofort kannst du nicht mehr reden, sondern da kannst du nur noch irgendwie das nachplappern, was jemand anderes gerade gesagt hat. Also das ist der Hintergrund von Echo, also dieses kleine Früchtchen, das es eben so mit Treue in Beziehungen nicht wirklich ernst nimmt, die hat sich jetzt in diesen Narziss verliebt. Okay, und jetzt hat die natürlich eben das Problem, sie kann ja eben nur Echo geben. Das heißt, die muss irgendwie warten, dass der mal irgendwas von sich gibt, dass sie da so das zurückgeben kann. Die hat den jetzt so entdeckt, wie er da jetzt mit Freunden gerade im Wald unterwegs ist, auf der Jagd. Also bitteschön, man merke auf, er ist mit Freunden unterwegs. Also das ist kein beziehungsloses Arschloch, sondern der hat Freunde, der ist mit denen unterwegs. Und im Wald, wie es dann halt passiert, auf der Jagd, jetzt hat er da seine Freunde aus den Augen verloren. Einmal rief der Knabe, also das nochmal dazu gesagt, das ist ein Knabe, also das wird auch von Ovid ausdrücklich gesagt irgendwo, er hat ja auf sein 15. Jahr noch eines draufgesetzt, also der ist jetzt, hat jetzt 16 Jahre auf dem Buckel, das ist ein Jugendlicher, also so halt ein Bursche, wahrscheinlich wirklich auch ein netter oder offensichtlich ein sehr attraktiver junger Bursche, der mit seinen Freunden halt unterwegs ist, leider eben nicht mehr mit der Zwillingsschwester, eben mit der hat er auch eine ganz enge Verbundenheit gehabt. Also auch das bitte merken, apropos Beziehungsunfähigkeit, völliger Quatsch, der hat eine ganz ausgezeichnete enge Beziehung zu seiner Zwillingsschwester und das ist halt eben doof im Leben, das hat man nicht in der Hand, man hat keine Garantie dafür, dass man nie irgendwelchen Schmerz erlebt, irgendeinen Verlust erlebt, sonst was. Das ist halt dem Narziss widerfahren und wie gesagt, jetzt ist er da mit Freunden im Wald unterwegs und die Echo kommt ihm da hinterher geschlichen. Einmal rief der Knabe, versprengt von der treuen Begleiterschar. »Ist jemand zur Stelle?« »Zur Stelle«,
erwiderte Echo. Und er staunt und schickt nach allen Seiten die Blicke, ruft, so komme doch, laut. Sie ruft den Rufer. Da wieder niemand kommt, ruft er, was fliehst du mich denn? Und empfing der Worte so viele zurück, als er selber eben gerufen. Nochmals ruft er, getäuscht von der Wechselstimme, so lasst uns hier uns vereinen. Und Echo, nie lieber bereit, einem Klange Antwort zu geben, als dem sie ruft zurück, uns vereinen. Tut ihren Worten gemäß, sie tritt heraus aus dem Walde, eilt um den Hals den Ersehnten die Arme zu schlingen. Doch jener flieht und ruft im Fliehen, nimm weg von mir deine Hände, eher möchte ich sterben, als dass ich würde dein Eigen. Da gab nichts zu sie zurück, als dass ich würde dein Eigen. Also wenn man das jetzt nochmal quasi zusammenfasst, diesen Dialog, ist jemand zur Stelle? Zur Stelle. So komme doch. Komme doch. Was fließt du mich denn? Was fließt du mich denn? So lasst uns hier uns vereinen. Uns vereinen. Eher möchte ich sterben, als dass ich würde dein Eigen. Dass ich würde dein Eigen. Also hier an der letzten Stelle, das muss man wirklich auch mal aufmerksam lesen, das macht der Ovid wirklich total witzig. Da sagt er nämlich, da gab nichts sie zurück als, dass ich würde dein Eigen. Also den Vorspann, eher möchte ich sterben als, das lässt sie weg. Also eben diese Echo ist schon ganz schön raffiniert. Also eben, wenn es ihr in den Kram passt, lässt sie dann schon auch mal ein bisschen was weg, so dass eben dann auch der Inhalt des eigentlichen Vorgegebenen so ein bisschen verfälscht wird. Also eben, ja, da ist jetzt bei ihr dann nicht mehr die Rede davon, eher würde ich sterben als das, sondern eben, dass ich würde dein Eigen. So, das ist diese Echo. Und ich meine, man kann doch jetzt, wenn man diesen Dialog sich irgendwie mal vor Augen hält, muss man doch sagen, mein Gott, was ist das für eine hohle Nuss? Was ist das für eine blöde Tussi? Also, die hat ja überhaupt nichts Eigenes. Also, da kommt ja immer nur das zurück, was man jetzt gerade selbst gesagt hat. Also, was will man denn mit so einem Menschen anfangen? Also geht doch überhaupt gar nicht. Und deswegen ist das, was der Narzisst macht, einfach nur klar und konsequent. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Also der will noch nicht mal irgendein Affärchen mit dir haben. Das ist dem viel zu blöd. Das ist ein Ausdruck von seiner Beziehungsfähigkeit. Also er weiß genau, mit welchen Menschen kann ich eine Beziehung haben und wo sage ich, nee, da lasse ich die Finger davon, mit der habe ich nichts. Also das ist die fünfte Version, also eben, dass der Narzisst eben das Problem hat, dass sich diese Echo in ihn verliebt. Ach so, und das ist dann eben, ja, wie es dann weitergeht, also weil die Echo jetzt den Narzisst nicht haben kann, dann wird die wahnsinnig traurig und zieht sie zurück und es geht ihr so schlecht und sie kann nichts mehr essen und irgendwie, es ist alles ganz schlimm und irgendwann eben, ja, da sieht sie dann so da vor sich hin, dass sie eben sich immer mehr auflöst, dass ihr ganzer Körper zergeht und irgendwann bleibt eben jetzt nur noch sozusagen ihre Stimme in den Bergen zurück. Also nicht, dass ich missverstanden werde. Nein, ich möchte mich jetzt über solche Personen nicht lustig machen. Ich weiß, dass es solche Menschen gibt, die sich ganz schwer tun, was Eigenes zu haben, weil man ihnen das abtrainiert hat. Das ist eine Leidensgeschichte. Die tun mir natürlich leid, wenn die zu mir in die Praxis kommen. Aber es ist doch auch völlig klar, dass ich da sagen muss, naja, aber für eine gesunde Beziehung reicht das nicht. Also, und da kann ich jeden verstehen, der sagt, ey, sorry, aber mit dir kann ich keine Beziehung haben. Arbeite erstmal an dir, guck mal, dass du irgendwie so ein eigenes Profil entwickelst, dass du ein eigener Mensch wirst, dann können wir mal drüber reden, aber solange du so bist, solange du nur irgendwie so Echo geben kannst, also sorry, nee, da für so eine Beziehung bin ich mir einfach zu schade, das ist keine Beziehung. Sondern da hat man ständig nur einen Monolog mit Echo, da kriege ich keine Resonanz. So, das ist eben, und eben sie,
dieses Dahinsiechen, das ist dann für mich so ein demonstratives, oh, guck mal, wie schlecht es mir geht und nur weil der gemeine Kerl mich jetzt nicht lieben kann, deswegen kann ich jetzt nicht weiterleben. Das tut mir wirklich herzlich leid für die Echo, aber soll da der Narzisst jetzt sagen, nee, das können wir der nicht zumuten, jetzt muss ich mich halt überwinden und wenn die mich jetzt doch so liebt, dann muss ich die doch auch zurücklieben. Also bitte, geht's noch? Das wäre doch wirklich das Allerletzte, was einem da irgendwie einfallen könnte. Also, aber eben, was man dann der Echo sogar an der Stelle vorwerfen kann, die macht das dann schon auch, glaube ich, so ein bisschen gezielt mit, also das ist jetzt nicht nur so für sich, sondern so ein bisschen ist da wahrscheinlich schon so ein Kalkül dabei, naja, ich hoffe, das kriegen die anderen mit und die machen dem dann auch ein bisschen Druck und eben die Rechnung geht ja dann auf. Also das ist gar keine Frage. Aber jetzt greife ich nochmal auf den Wieseler zurück, der eben da auch eine zweite Version in dieser zweiten Klasse schildert oder eben jetzt bei, wenn ich die Zählung von Anfang an nehme, jetzt die sechste Version über das Ende von dem Narziss. Etwas abweichend erzählt Konon, der hat im ersten Jahrhundert gelebt, jetzt eben Konon zitiert. In Thesperia in Böotien lebte Narkissos, ein sehr schöner Knabe und Verächter des Liebesgottes, sowie der Liebhaber. Ja, okay, das ist jetzt, glaube ich, wieder so typisch so ein Mythos. Jetzt wird natürlich gesagt, ja, dieser Narziss, also Verächter der Liebhaber, also sowas geht ja überhaupt nicht. Aber unterschwellig steckt da eigentlich drin, naja, Leute, wenn der halt nicht auf Männer steht, ja, das ist doch kein Problem, oder? Also man versucht sozusagen eine Position im Mythos aufzubauen. Ja, also so geht das ja gar nicht, dass der jetzt den Liebesgott verachtet. Aber unterschwellig ist eigentlich drin, ja, wieso eigentlich nicht? Also wenn der halt nicht auf Männer steht, ist doch kein Problem. Die anderen Liebhaber nun gaben ihr Lieben auf, aber Arminias blieb beharrlich dabei und bat inständigst. Als jener ihn aber nicht annahm, sondern ihm sogar ein Schwert schickte, entleibte er sich vor der Tür des Narkissos, nachdem er den Gott oftmals angefleht hatte, ihm Rächer zu werden. Narkissos aber, nachdem er sein Gesicht und seine Gestalt an einer Quelle mit Ähnlichkeit im Wasser erscheinend erblickt hat, wird allein und zuerst in seltsamer Weise sein eigener Liebhaber. Endlich entleibt er rat- und hilflos und dafürhalten, dass er gerecht leide für seinen Übermut im Betreff der Liebesneigung des Arminias sich selbst. Also Arminias wird hier jetzt eben benannt als derjenige, der sich da entleibt hat auf der Türschwelle des Narziss. Und das ist ja schon irgendwie sehr deutlich. Also der Arminias, der ist total verliebt in den Narziss. Und der Narziss sagt halt, sorry, ich stehe nicht auf Männer. Und da ist er total verzweifelt, auch wenn der mich nicht liebt, da kann ich nicht weiterleben. Und jetzt passiert das ja, der Narziss schickt ihm ein Schwert. Ja, was hat das zu bedeuten? Ist das ein Grobian? Ist das ein Gewalttäter? Warum schickt er dem ein Schwert? Ja, da muss man sich ein bisschen auskennen mit der Antike, mit den Gepflogenheiten. Und da weiß man eben, in der Antike gibt es in Griechenland die sogenannte Knabenliebe. Die Knabenliebe bestand darin, dass ein erwachsener Krieger einen Knaben zum Krieger sozialisiert hat. Und das lief so ab, dass die dann auch... Also da wurden die Knaben sogar ritualisiert entführt. Der Krieger hat den mit in die Wildnis geschleppt und da gab es eben auch dann mehr oder weniger erotische, sexualisierte Kontakte. So, das war die Knabenliebe. Der Krieger, der Erwachsene, hat den Knaben so umworben, dass er dem etwas geschenkt hat. Ein Rüstungsteil oder eine Waffe, eben zum Beispiel ein Schwert. Und jetzt war es so, die Knaben durften durchaus sagen, oh nee, den mag ich aber nicht. Und das Ritual war dann, naja, dem hat man die Waffe wieder zurückgegeben. Und genau das macht der Narziss. Der schickt dem Arminias, der ihm da so ein schönes Schwert geschenkt hat, sagt er, ey du, nee, behalt mal lieber, ich möchte nicht. Völlig selbstverständlich, völlig okay, völlig selbstbewusst. Und jetzt kommt dann dieser Arminias zu so seiner theatralischen Geste, oh, weil er mich nicht liebt, kann ich nicht weiter.
umbringen, aber hier auf der Türschwelle des Nazis. Und dann flehe ich vorher noch an, Götter, ihr müsst mich rächen, das ist gemein, was der macht. Ja, und was soll der Narzisst jetzt machen? Soll er sagen, ja, okay, mein, jetzt, das tust, du tust mir so leid. Na ja, komm, dann machen wir jetzt doch ein Liebespaar. Oder? Soll er das machen? Nein, der ist ganz selbstverständlich selbstbewusst, dass er sagt, ey, Alter, du musst machen, was du tun musst, aber lass mich damit in Ruhe. Ich kann doch jetzt nicht nur, damit du dich nicht um die Ecke bringst, irgendwie sagen, na ja, da gebe ich jetzt meine Prinzipien auf. Außerdem, ich bin, was weiß ich, ich bin 16, ich habe noch gar keinen Bock auf irgendwelche Beziehungen. Das ist das, was der Narzisst macht. Und er wird da zum Opfer. Dieser Arminias, der macht Propaganda, der schreit, ey, guck mal da, wie gemein. Und das ist, hat dann auch noch Erfolg. Nämlich, dann kommt eine Göttin, die Göttin Nemesis, und sagt, so, also jetzt reicht's aber. Jetzt hat er schon die Echo davon sich gewiesen und jetzt macht er das auch noch mit dem Arminias. Also jetzt muss ich den mal bestrafen. Und jetzt kriegt er da das mit der Selbstliebe aufgepumpt. Das ist Nemesis. Und die Nemesis, die kommt hier nicht von ungefähr. Wenn man die Geschichte der Nemesis kennt, ja, da die sieht so aus, die erlebt auch Nachstellungen. Die erlebt, dass der Zeus sich in die verliebt hat. Und die versucht dann noch mit allen möglichen Tricks dem zu entgehen. Aber der Alte ist irgendwie mächtiger, kräftiger, sonst was. Und dann hat er die ratzfatz vergewaltigt. Zack. So. Und dann das Produkt dieser Vergewaltigung, ja, das kennen die allermeisten auch. Das ist nämlich die schöne Helena. Und die schöne Helena hat im Grunde genau dasselbe Geschick. Die wird nämlich auch zum Beuteobjekt degradiert. Da ist es nämlich so, ja, da gibt's die Göttinnen, drei Göttinnen, die haben da irgendwie Stress. Wer ist denn hier die Allerschönste von uns? Und da hat ein junger Mann, der Paris, der Sohn des Königs von Troja, der hat da jetzt die dankenswerte Aufgabe, da eine Entscheidung zu treffen. Der gilt einfach so als Experte. Das ist wahrscheinlich so von der Modelagentur. Der darf jetzt sagen, ey, wer hat's gemacht? Dieser Contest hier, Misswahl unter drei Göttinnen. Und der sagt, oh ja, also ich tue mich ja ganz schwer, das zu entscheiden. Aber naja, ich würde dann doch sagen, Aphrodite, du bist es. So. Und ich meine, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die das schon vorher ausgemacht, den Preis, der da zu zahlen ist, damit eben die Entscheidung so ausfällt. Jedenfalls, ja, der Preis ist die schöne Helena. Okay, der Paris kriegt die dann irgendwie zugeschustert. Naja, dass die eigentlich schon liiert ist mit dem Menelaus, okay, das ist ein kleiner Schönheitsfehler. Aber naja, dann soll sich der Menelaus nicht so anstellen. Aber der stellt sich dann an und das führt dann zum Trojanischen Krieg. Also da sieht man schon, wohin das führt, wenn man Frauen einfach mal so zum Beuteobjekt macht. Ja, das kann eine ganze Stadt verwüsten. Das kann ganze Länder in Kriege reinzerren. Also das ist wirklich das Schöne an dem Mythos. Der Mythos sagt schon, ey Leute, das ist nicht so cool. Einfach Frauen mal so hin und her schachern, das kann echt Probleme geben. Und das ist eigentlich ein emanzipatorischer Mythos. Also der heißt, Leute, lasst auch den Frauen ihre Selbstbestimmung. Sonst geht der Schuss nach hinten los. Dann kriegt ihr nämlich Ärger. Weil eben natürlich eine Gesellschaft sollte davon leben, dass Männer und Frauen respektvoll miteinander umgehen. Und wenn das nicht geschafft wird, ja, dann heißt das eben, dass auf der Ebene der Paare ständig Krieg herrscht. Also man kann doch nicht ernsthaft glauben, ja, die Frauen können wir jetzt mal unterdrücken, die sollen uns die Kinder schenken. Das ist sozusagen eh nur der Brutkasten, die Ackerfurche, wo wir unseren Samen hineinsäen und die sollen uns dann unsere Kinderchen schön großziehen. Der Schuss geht nach hinten los. Das ist nämlich zum Beispiel genau das, was dann in dem wunderschönen Mythos um Ödipus zum Ausdruck gebracht wird. Ja, und in den griechischen Mythen überhaupt. Also in ich weiß nicht, ganz vielen Theaterstücken von den drei großen Tragikern, Euripides, Sophokles und Aeschylus, ungefähr die in den Hälfte der Stücke findet man eine Frau, die entweder ihren Mann umbringt oder ihren Sohn umbringt oder eins von beiden vorhat. Und ich würde das so interpretieren,
Bei denen steht's bis hier. Die haben keinen Bock auf diese scheiß Männerwelt. Die setzen sich zur Wehr. Das wird dann zwar jeweils irgendwie bestimmt verbrämt, naja, warum man jetzt so oder so macht, aber das heißt, diese Frauen, die derart unterdrückt werden, die haben eine scheiß Wut. Und zwar völlig zu Recht. Und das ist eben das, was dann tragischerweise passiert in diesem Beziehungskonflikt, wo es ja manchmal dann durchaus gar nicht so schlimme Männer sind. Also der Laios, das ist eigentlich der Volkskönig, das ist eigentlich ein eher sanfter, netter, unkomplizierter. Der hat halt dann eben so eine Iokaste an der Seite und die da so ihre Ränkespiele macht. Aber das kann ich da an anderer Stelle nochmal ausführlicher darstellen. Aber dann wird dieses Kind, dieser Ödipus, wird in diesen Konflikt reingezogen. Und das ist echt scheiße für den. Also das ist das, wo man dann als Mensch anfängt zu leiden. Man wird in die Konflikte anderer reingezogen. Aber das war jetzt nur ein kleiner Exkurs eben zu einer anderen Thematik. Aber wie gesagt, es geht darum, eben wenn hier die Nemesis auftritt, die eben in ihrer eigenen Familiengeschichte weiß, wie bescheuert das ist, wenn man zum Beuteobjekt gemacht wird, wenn man eben nicht selbst bestimmen darf, mit wem will ich eine Beziehung haben, mit wem will ich nicht, die tritt jetzt hier auf. Und jetzt zeigt die mal so, ihr Männer, jetzt könnt ihr mal am Beispiel vom Narzisst sehen, wie das eigentlich ist. Also wenn man dann Druck kriegt, weil halt irgendwie, weil man nicht so tut, wie die anderen wollen. Die anderen, ach Mensch, wir lieben dich doch so, da musst du uns doch auch lieben. Sagt die Nemesis, ja, jetzt guckt euch das mal an, wie sich das anfühlt. Und eigentlich die Absicht von diesem Mythos, von dem, was Ovid da beschreibt, da bin ich mir ziemlich sicher, ist eben genau das, dass er sagen will, nee, Leute, so geht's nicht. Also das gilt für Frauen wie für Männer. Natürlich soll man selbstbestimmt leben. Natürlich soll man auswählen dürfen, auf was für eine Beziehung will ich mich einlassen und auf welche will ich mich nicht einlassen. Das ist ein großer Unterschied. Und dieser Mythos plädiert dafür, lass den Leuten ihre eigene Wahl. Das andere gibt nur Leid und Elend. Das wollen wir nicht. Also das ist ein ganz emanzipatorischer Mythos, auch wenn er sozusagen in der anderen Gestalt daherkommt. Das ist ja das, was man eben manchmal auch erlebt in Diktaturen. Da kommt da irgendwie was auf die Bühne, irgendwie versteckt. Aber hintergründig wird eben die Botschaft deutlich. Und das ist hier eben auch. Leute, so geht's nicht. Man kann nicht Menschen zwingen, sich mit einer hohlen Tussi wie Echo einzulassen oder wenn man halt nicht auf Männer steht. Was soll's? Warum muss man sich da so Druck machen lassen? Natürlich jetzt hier ganz schnell nochmal gesagt, überhaupt nichts gegen Homosexualität. Also wer seine Homosexualität leben möchte, soll das gerne tun, kein Problem. Aber wenn man halt sagt, aber ich stehe nicht auf Männer ein, ist doch kein Problem, oder? Eben noch deutlicher wird's, wenn man da so guckt, eine letzte Version, die Version, die ich die siebte Version bezeichne. Das ist jetzt eben interessant, dass der Friedrich Wieseler die jetzt in die ganze Sammlung gar nicht so richtig einsortieren kann, offensichtlich. Also für mich ist ganz klar, das ist sozusagen, die gehört genau in diese Klasse von Versionen, eben die Klasse 2, wie man eben daran leiden kann, dass sich ungeliebte Menschen einem aufdrängen. Da sagt aber eben Wieseler, ganz abweichend dagegen ist folgende Nachricht des Grammatikers Probus. Also eben wie gesagt, ich sage nicht ganz abweichen, nein, das ist genau passend zu der Variante, die wir eben schon bei Echo und Arminias erleben, nur dass eben das keine psychische Gewalt ist, Schuldgefühle machen, sondern es ist physische Gewalt, was ich da jetzt gleich erzählen will. Also Probus hat gelebt im ersten Jahrhundert und der wird dann zitiert. Die Blume Narkissos hat, wie Asklepiades berichtet, ihren Namen von Narkissos, dem Sohne des Amarynthos.
welcher aus Eritrea auf der Insel Euböa war. Denn nachdem er von dem Elops getötet war, brachte er aus seinem Blute die Blumen hervor, welche seinen Namen tragen. Also der Narkissos wird von dem Elops getötet und aus dem Blut gehen dann die Narzissen hervor. Und Wieseler schreibt weiter, leider geht uns alle weitere Kunde über diese Form der Sage ab. An dieselbe schließt sich jedoch die Angabe des Strabon, dass in der Nähe von Oropos das Grabdenkmal des Narkissos von Eritrea sei, welches das des Schweigenden genannt werde. Wäre nun dieser Narkissos ein ganz anderes Wesen, wie man häufig gemeint hat? Gewiss nicht. Schon die Angabe von seinem Zusammenhang mit der Blume, welche Angabe zumeist an die betreffende Baikonon erinnert, spricht dagegen. Dazu kommt die Nähe des Lokals dieser und der gewöhnlichen Form der Sage. Endlich scheint auch in der Sage bei Probus nach dem Zusatze des Pomponius Sabinus, dass der Mörder des Narkissos ein Liebhaber desselben gewesen, zu schließen, der Tod des Jünglings als Folge verschmähter Liebe gefasst zu sein. Also das ist jetzt alles ein bisschen schwer verständlich und eben in dem alten Deutsch abgefasst, aber eben kurz gesagt, in der Version 7 wird eben erzählt, der Narkissos wird erdolcht, weil er dem Elops nicht sexuell willfährig ist. Also der Elops, dieser Mann, hat sich in den Narziss verliebt, der Narziss steht aber nicht auf Männer, ja, und da hat der Elops kein Verständnis dafür. Wenn ich dich nicht haben kann, dann soll ich auch kein anderer haben. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Und daran, deswegen stirbt der Narziss in dieser Version. Das sind, wie gesagt, diese zwei Möglichkeiten, an sozialen Beziehungen zu leiden. Ich kann leiden, weil ich geliebte Menschen verliere, und ich kann darunter leiden, dass sich ungeliebte Menschen mir aufdrängen und eben, wenn ich ihnen nicht folge, die mir entweder Schuldgefühle machen, beziehungsweise eben mir Gewalt antun. Das ist die Geschichte von Narziss, und das ist ein wunderschöner Mythos, der allgemein menschliche Erfahrungen zum Ausdruck bringt. Der Mensch ist sich seit tausenden von Jahren gleich, und deswegen haben diese Mythen auch heute noch eine ganz zeitlose Bedeutung, und es ist eben wirklich gut, wenn man diesen Mythos versteht, wenn man nicht irgendeinen Schwachsinn daraus macht, dass man eben ja jetzt einen Begriff daraus schöpft, Narzissmus, wie eben vorhin dargestellt. Ja, der ist total beziehungsunfähig, der kann ja nicht mit dem Amainas und mit der Echo, und warum kann er sich nicht auf den Elops einlassen? Hä? Beziehungsunfähig? Was für ein Quatsch! Das ist Ausdruck von Beziehungsfähigkeit. So. Und das ist zwar durchaus selbstbewusst im Sinne von, ich bin mir meiner selbst bewusst, ich weiß, was ich will und was ich nicht will. Also ich stehe halt nicht auf Männer, ist ja irgendwie kein Problem, oder? Und ich stehe halt nicht auf hohle Tussis, ja, ist das jetzt ein Problem oder was? Nein, sollte es eigentlich nicht sein, sondern das sollte selbstverständlich sein. Und da sollte jeder den Hut davor ziehen und sagen, boah Mensch, Wahnsinn, echt total selbstbewusst dieser Kerl, toll. Das ist ein beziehungsfähiger Mensch, der wählt Beziehungen aus, der weiß, was er von einer Beziehung will und was er nicht will. Klasse. So. Aber diesen Mist daraus zu machen und noch alles Mögliche reinzudrechseln und was weiß ich, was ich vorhin gesagt habe, und der hat ja noch unausgegorene Nähe und Ferne und unproportionale Scham und was nicht alles hier da in den Rhein gedrechselt wird. Also das ist wirklich faszinierend eigentlich, und beziehungsweise es ist ja diese Strategie, wie man eben ganz bewusst Geschichten nutzt, um Menschen irgendwie zu manipulieren, dass man eben ein ganz klares Opfer des Geschehens sozusagen, also eben Opfer des Schicksals, Menschen sterben, beziehungsweise Opfer von beziehungsunfähigen Menschen, die einem irgendwas aufdrängen wollen oder Schuldgefühle machen. Dieses Opfer wird zum Täter gemacht. Der Narziss ist das Problem.
nicht das Schicksal, die Endlichkeit, der Tod oder eben Leute wie Echo, Amanias und Elops, sondern der Narzisst. Ja, der ist narzisstisch. Was für ein Schwachsinn. Wie kann man eine so schöne, so klare Geschichte dazu missbrauchen, dass man einen Begriff daraus stampft, der eben aus diesem Menschen ein Monster macht, ein Egozentriker mit unglaublichem Ausmaß und zum Drecksack schlechthin. Also als mir das klar geworden ist, das ist mir auch selbst sehr spät klar geworden, aber das ist sowas von klar geworden, dass ich wirklich, seit 20 Jahren versuche ich das zu diskutieren. Ich habe es erstmal versucht in meiner eigenen wissenschaftlichen Community, ich habe wissenschaftliche Artikel geschrieben, null Resonanz. Kein Echo. Es interessiert niemand. Die Leute halten einfach lieber an ihren alten Vorurteilen fest. Und dann kommen so Sprüche, ja, was, es macht doch nichts, wenn in dem Mythos was ganz anderes drinsteht. Das hat sich doch jetzt eben rausgestellt, dass jeder weiß, was Narzissmus ist. Das ist doch jetzt schon klar definiert. Pfeifendeckel, überhaupt gar nichts ist es, sondern das ist nur eine wunderbare Blackbox, da kann man alles Mögliche reinstopfen und eben jeder zieht sich dann raus, was er gerade möchte, wenn jetzt mal an jemand irgendwie dieses Etikett dranhängt. Ja, das ist ein Narzisst, oh ja, dann ist er aber auch dies, das und jenes und oh, hast du nicht gehört. Also das ist das Verhängnisvolle daran und dem möchte ich jetzt wirklich widersprechen. Und nachdem in meiner eigenen Zunft so gut wie keine Resonanz kommt, appelliere ich jetzt einfach mal an den gesunden Menschenverstand in der weiten Welt. Und ich merke das in meiner Praxis. Also immer, wenn ich erzähle die Geschichte gerne den Leuten, die zu mir kommen, und da erlebe ich, oh, das ist jedem sofort klar, das versteht jeder. Und deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass das eben auch in der weiten Welt verstanden werden kann. Und es ist wirklich an der Zeit, dass dieser Irrsinn aufhört. Und damit ich nicht missverstanden werde, natürlich gibt es solche Phänomene wie Egoismus, wie Größenwahn, wie Beziehungsschwierigkeiten und. Ja, aber dann soll man es bitte so benennen, wie man es meint. Dann soll man von Größenwahn reden, von Egozentrismus, von Beziehungsgestörtheit und soll aber dann auch möglichst klar sagen, ja, was für eine Art von Beziehungsgestörtheit ist das? Aber jetzt alles in so einen riesen Begriff zu packen, das ist nicht nur Schwachsinn, sondern das ist gemein, das ist manipulativ. Da geht es darum, etwas in die Welt zu setzen. Und das, was dabei letztlich in die Welt gesetzt wird, das, was Sigmund Freud vor über 100 Jahren in die Welt gesetzt hat, das ist Neoliberalismus. Jeder ist seines Glückes eigener Schmied. Also das ist der Neoliberalismus der Psychosomatik, der Psychiatrie, der psychischen Störung. Ja, jeder ist irgendwie selbst schuld an seinem Problem. Eben die Opfer sind selbst schuld. Also der Narzisst, ja, was ist das für ein blöder Kerl? Ist doch selbst schuld, dass er da am Ende krepiert. Und dass die anderen da alles was mit ihm machen oder dass er an den Gegebenheiten des Lebens, an der Endlichkeit irgendwie leidet. Nee, das hat damit nichts zu tun. Also Leiden hat nichts mit realen Verhältnissen zu tun. Das hat nichts mit Gewaltverhältnissen zu tun. Das hat nichts mit Ungerechtigkeit zu tun, mit Trennung von Arm und Reich und von Leuten, die immer reicher werden und auf der anderen Seite die anderen, die immer ärmer werden oder von Leuten, die alles Mögliche bestimmen und andere, die nichts mehr zu sagen haben, nö, damit haben psychische Probleme gar nichts zu tun, sondern das ist alles nur hausgemacht, wenn die Leute, ja, die kriegen halt ihre verqueren Dinge nicht geregelt, also beim Narzissmus spricht man ja vom primären Narzissmus, also der Säugling, der ist ja schon wahnsinnig narzisstisch, ach, der ist ja so egozentrisch und beziehungsunfähig, eine Diffamierung sondergleichen. Säuglinge sind unglaublich kompetent, die sind unglaublich fähig, irgendwie ihre Umwelt wahrzunehmen und selbstlos zu sein und sozial zu sein und sonst was. Und dann werden sie aber in so eine scheiß Welt geschmissen und da werden manche davon wirklich rigoros
umgedreht und die werden mit Situationen konfrontiert, die irgendwie völlig umprogrammieren. Das ist deren Schicksal. Aber sich dann hinzusetzen, wie gerade auch mein Spezialist Otto Kernberg und zu sagen, ja, der Säugling, der ist ja voller oraler Gier und oralem Neid. Also wenn der ja jetzt irgendwie stinkig wird, weil die Mama ihn nicht richtig gestillt hat, oh, das wird dann jemand, der chronische Aggression entwickelt. Also das wären ganz üble Burschen. Das sind dann die pathologischen Narzissten. Das ist so Kernbergs Steckenpferd. Der verlagert alle Probleme in das Säuglingsalter. Und da stelle man sich mal vor, dann hat er so einen Mann vor sich, der jetzt laut Kernberg chronische Aggression zeigt in seiner eigenen Familie. Also das ist ein Beispiel, dass er 1997 bei großem Applaus vor einem Fachkollegium von über 1000 Fachleuten vorgetragen hat. Die haben das beklatscht. Da sagt er nämlich, ja, hat er so einen Fall, chronisch aggressiver Mensch. Das ist ganz klar, das hat er an der Mutterbrust entwickelt. Dass der Kerl mit 8 Jahren, so sagt das im Vortrag, 12 Jahren, so schreibt er 2 Jahre später in dem Artikel, dass der da aus einem KZ befreit worden ist, indem man seine ganze Familie vor seinen Augen umgebracht hat. Ja, aber nö, das hat mit der Aggression nichts zu tun. Der hat die als Säugling schon reingebracht. Und da schreibt der Kernberg so einen Satz, da steht also ein aggressives Opfer, aggressiv einem aggressiven, sadistischen Täter gegenüber, also diesem KZ-Kommandanten. Also der kleine Junge und der KZ-Kommandant, die tun sich nichts. Das ist sozusagen, oh, der eine ist aggressiv und der andere ist aggressiv und sadistisch. Also der kleine Junge bringt seinen Hass schon in das KZ mit rein. Und KZ-Aufenthalte oder Folter oder Vergewaltigung, das sagt er in diesem Artikel auch, in diesem Vortrag. Ja, da hat man dann Probleme, die so 2-3 Jahre dauern, aber die gehen dann auch wieder, verschwinden dann, wenn man nur so ein bisschen angstlösende Mittel bekommt und so ein bisschen Verhaltenstraining, dass man da eben jetzt nicht von irgendwelchen Triggerreizen sich immer wieder ins Nirvana beamen lässt und in so ein Flash kriegt in das alte Trauma. Und dann hat er sich in 2-3 Jahren spätestens hat sich das erledigt. Also der Junge von 8, also mit 11 Jahren, hätte der das längst abgelegt gehabt. Wenn halt der nicht als Säugling versagt hätte, seine scheiß Gier im Griff zu haben. Das ist sein Problem. Also KZs und Folter und, ach, Vergewaltigung ist doch kein Problem, Leute. Aber diese Schweinerei an der Mutterbrust, das ist eben diese orale Gier. Also Säuglinge, echt, die haben's nicht drauf, die bringen's nicht. Jedenfalls manche. Und die haben dann ein Problem. Aber mit all dem anderen, was wir hier so auf der Welt, so in unserer Zivilisation eingerichtet haben, Guantanamo und Kriege und dies und das und jedes, soziale Ungerechtigkeit, nee, das ist nicht so schlimm. So. Das ist das, was uns bescheuerte Psychologen seit über einem Jahrhundert in die Birne hämmern. Und das ist das, was die Medien mitmachen. Die greifen das auf. Die greifen diesen Mist auf und schwemmen ihn in die Welt hinein. Das ist das, was man in Fachzeitschriften dann lesen kann. Das ist das, was man in der Tagespresse, in den Mainstream-Medien dann zu hören bekommt. Diese Art von ekelhaften Neoliberalismus, das ist ein Neoliberalismus der psychischen Störungen. Leute, ihr seid alle selbst schuld, wenn ihr einen an der Klatsche habt. Ihr habt da irgendwann als Säuglinge versagt. Das ist die Botschaft und das ist was den Herrschenden wunderbar ins Konzept passt. Und das macht sich eben unter anderem fest an diesem Mythos von Narziss. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt noch was vergessen habe, aber ich mache jetzt mal Schluss an der Stelle. Ich kann es ja noch nachtragen, aber ich werde auch noch eben, oder beziehungsweise das habe ich schon gemacht, 4 von diesen sogenannten Fachleuten so ein bisschen auseinandernehmen, die da eben in ihren Büchern jetzt unter der Brille, ja, sie wissen, was narzisstisch ist, jetzt sich diesen Mythos von Narziss angucken. Und das ist katastrophal, was dabei rauskommt. Also
Und wer mich hier erlebt, der wird merken, ja, das kann mich ganz schön in Rage bringen. Also das ist wirklich, wenn man das verstanden hat, wie man hier wirklich verarscht wird. Und da, wie gesagt, also das, was Gerhard Wisniewski da berichtet von dem Herrn Casey, um das nochmal zu sagen, unsere Desinformation funktioniert dann, wenn alles, was die Amerikaner glauben, falsch ist. Und das ist wirklich auch gelungen, was so psychische Mechanismen anbelangt. Also da glauben eben auch ganz viele Leute etwas, was falsch ist. Der Narzisst soll ein egozentrischer, beziehungsunfähiger Drecksack sein. So. Und wenn man mit diesem Begriff jetzt hantiert, wenn man das überall dranhängt, überall im Munde führt, das ist auch ein typisches psychotherapeutisches Schimpfwort. Also wenn mir irgendein Klient widerspricht, ich habe schon solche Fälle mitgekriegt, ja, dann hat der ratzfatz die Diagnose narzisstische Störung. Ja, ganz schnell geht das. Also das ist ein Kampfbegriff, der sich wunderbar eignet, weil er eben so völlig bescheuert, völlig inhaltslos und leer ist. Und das werde ich auch noch darstellen, das wird so der dritte Teil davon sein, dass ich die Entstehung dieses Begriffes beleuchte und das nochmal nachzeiche, wie kommt es überhaupt, dass da dieser Begriff Narzissmus um 1900 rum entsteht. Und im vierten Teil werde ich auch noch darstellen, wie Herr Kernberg zum Beispiel diesen Begriff, wie er das anwendet, beziehungsweise eben so zwei Steigbügelhalter, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, also jedenfalls vom Namen her heißen sie Gerhard Dammann und Benigna Gerisch. Die machen Dinge, das ist unglaublich. Also eben um was die machen, die machen sich lustig über eine Patientin mit der Geschichte sexualisierte Gewalt in der Kindheit und die bringt sich dann in Kernbergs Klinik um, nachdem der Therapeut dort sie mit ihr eine Affäre hat und sie dann aber fallen lässt. Und das Beispiel erzählt Otto F. Kernberg und die zwei anderen Figuren, die greifen das dann auf ein paar Jahre später und reichern das dann noch so an mit ein paar Details. Ach wieso, der hat doch nur einen Liebesbrief geschrieben und der hat dann vor lauter Verantwortung gegenüber seiner eigenen Familie und gegenüber der Patientin hat er dann die Affäre dann doch ganz schnell sein gelassen. Aber dann hat die angefangen, den mit Telefonterror zu terrorisieren. Und diese ekelhafte Patientenbeschuldigung, das wird publiziert, das wird in einem Fachjournal publiziert, das ist dann Material zur Weiterbildung, damit man Leuten mal erklären kann, was ist eigentlich so ein destruktiver Narzissmus? Ja, da haben wir jetzt mal ein schönes Beispiel. Zum Kotzen ist das. Aber das kommt, das ist sozusagen die Sache, die ganz am Ende steht und da werde ich dann noch darstellen, wie sich das verhält und eben was dann passiert, wenn man dann, und das habe ich im Jahr 2016 gemacht, wenn man dann sich an einen Verein richtet, Verein Ethik in der Psychotherapie und er sagt, hier gucken Sie mal, da haben wir so ein Beispiel, wie gehen die denn mit Therapie um? Und die Antwort: Ja, sie prügeln hier nur ganz undifferenziert auf die Psychoanalyse ein. Wir wollen mit ihnen nichts zu tun haben. Ja gut, dann gucke ich mal weiter. Ja, womit haben die denn sonst zu tun? Aha, dieser Ethikverein, der sitzt in einem Verbändetreffen. Das ist eine Gruppierung von Verbänden, die sich mit sexuellen Übergriffen in Psychotherapie und psychosozialer Beratung beschäftigen. Da sitzen, ich weiß nicht, 16 hochkarätige Verbände zusammen und überlegen, wie können wir das jetzt verhindern? Da habe ich gedacht, na ja, das könnte die doch interessieren, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Gesagt, getan, gucken Sie mal, hier habe ich den Fall, Frau missbraucht in der Klinik von Therapeuten, bringt sich um, das wird dann noch publiziert als Fortbildungsmaterial, da wird sich über die Frau lustig gemacht, was halten Sie denn davon?
Davon haben wir noch nichts gewusst. Also vielen Dank, dass Sie uns darauf hinweisen. Aber mit Ihnen wollen wir nichts zu tun haben. Nee, also Sie sind ja so. Ach, jetzt haben Sie da irgendwie Kollegen irgendwie diffamiert. Und also nee, sowas wollen wir nicht haben. Das sagt mir dann die Frau Thibone. Also, es gibt Dinge, aber wie gesagt, kann man sich freuen, Teil 4, da wird das dann dargestellt.